Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76 Wastelanders. Ach ja, wir haben als nächstes Ziel The Vantage, auch wieder so eine Raider-Ecke. Genauer gesagt Blutadler-Raider-Ecke. Und ich habe natürlich diesen Sprungpunkt nicht, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal dorthin begeben. Wir latschen also mal wieder durch die Gegend. Wir sollen dort auf jeden Fall Hinweise zu Frankies Aufenthaltsort finden. Denn Beckets Bruder wurde ja gekidnappt von den Blutadlern, wahrscheinlich, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und, nun ja, wir sind ja nette Leute, wir retten ihn. Aber dafür müsste man natürlich erstmal wissen, wo wir den armen Kerl denn auch suchen müssen. Und, ja, ne? So, gucken wir doch mal. Hier ist der nächste Blutadlerposten, da werde ich mich mal geschickt anschleichen. Oh, leck. Da müssen wir jetzt wieder so einen Berg hoch. Ich glaube, ich gehe mal oben rum. Die sollen natürlich nicht ahnen, welches Verderben in Form einer gut versteckten Person auf sie wartet. Und ich habe natürlich auch meinen schönen Bogen wieder mit dabei. Das heißt, wir können wieder mal aus dem Verborgenen fiese Raider abschießen. Da freut man sich doch. Yay! So, mal gucken. Bin jetzt mal gespannt. Sind da überhaupt welche? The Vantage. Okay, ich habe sie. Da unten latscht ja schon wieder einer. So, Kumpel. Du möchtest doch bestimmt sterben, oder? Ach, fuck. Okay, er wurde zumindest angefackelt. Fand er jetzt nicht so gut. Hm. Aber ich habe echt Probleme mit dem Bogen gescheit zu treffen. Och, das ist ja mal wieder grausig. Okay, die ballern jetzt wieder wild durch die Gegend. Kriegen wir hin. Oh, guck mal, da ist er ja schon. Na, Kumpel. Du möchtest sterben. Gib's zu. Ja, dann bleibe ich halt versteckt. Ja. Nein, ich will überleben. Vor allem, wenn ihr hier mit was weiß ich für Zeug rumlauft. Meine Mama. Das tut weh. Mein Arm. Ich weiß, das tut weh. Das Leben ist hart. Quest abgeschlossen, Besetzer raus. What the fuck? Das ist einfach kaputt. Also ganz ehrlich. So, da muss ich jetzt mal gucken, dass sie mich nicht zufälligerweise treffen. Das wäre jetzt ein bisschen unerfreulich. Harpunenkanone. Oh wei. Die sind jetzt alle so ein bisschen krätig. Ich weiß ja auch nicht, was ihr immer für Probleme habt, Leute. Wollt ihr nicht sterben? So ein bisschen? Okay, der hatte jetzt nicht so viel Spaß. Ja, life sucks, ne? And then you die. Oh, guck mal, da kommt schon der Nächste, der gern sterben möchte. Hi, Kumpel. Wupp. Und weg mit dir. Ich stehe da drauf. Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Alter, Bürgermeister von Grafton, du bist einfach durch. Ah, 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 shit. Okay, jetzt werden sie richtig grätig hier. Lalala, ich bin einfach nicht da. Ihr seht mich nicht. Ich liebe diese Tarnrüstung, die ist einfach geil. So, Jungs, gucken wir doch mal. Ah, den hätte ich jetzt mal treffen können. Gleich mal drei Leute gleichzeitig abgeschossen. Ihr dürft ein bisschen brennen. Ihr dürft vor Freude brennen, Jungs. Total. So. Wo ist denn da der nächste Held? Oh, da ist so sogar ein Anführertyp. Damit lenkst du mich nicht auf, Kumpel. Doch. Funktioniert hervorragend. Vor allem ist das so schön, wenn man hier verborgen ist und dann einfach aus dem Verborgenen die Leute platthaut. Ich gestehe, dieser Schleicher Chinesenrüstung-Bild, der gefällt mir einfach sehr gut. Auch wenn er jetzt überhaupt nicht geplant war oder so. Aber ich bin von dieser Rüstung halt einfach mega begeistert. Die macht einem so viel die Arbeit leichter. Also Arbeit im Sinne von, wir müssen uns hier wieder durch irgendwelche armen Schweine prügeln, die eh keine Chance haben. Kumpel? Komm. Mach's mir mal ein bisschen leichter. Lass dich töten. Oh, das sieht hier nach... Oh, das sieht hier jetzt tatsächlich nach Redsturm aus. Oh ja. Wow, fuck. Okay. Wie lange habe ich denn schon keinen Redsturm mehr erlebt? Das ist ja richtig lange her. Krass. So, nehmen wir mal unsere Pfeile wieder mit.
So, wo ist denn jetzt der letzte Typ? Kumpel, ich hab dich doch hier noch gesehen. Du hast doch hier noch rumgeballert. Alter, guck mal hier. Voll der krasse Red-Sturm. Oh, fuck. Finde ich auch irgendwie geil. So, wir redden jetzt hier so ein bisschen vor uns hin, aber das macht eigentlich nichts. Wir sind recht gut geschützt, dank der Chinesenrüstung. Aber ey, lecko mio. Der sieht doch mal hart aus hier, der Sturm. Boah. Boah, hier hinten. Krass. Voll das Grün. Alter Schwede. Ja, ich dachte schon, was ist denn jetzt hier los? Warum wird's dunkel? Gucken wir mal. Vielleicht sind ja hier noch ein paar Jungs, Mädels, whatever. Irgendwo hier müssen ja die Hinweise auf den guten Frankie versteckt sein. Oh, und hier ist eine Kiste. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen Munition mit. Auch wenn ich die vielleicht jetzt nicht unbedingt zwingend brauche. Viel von dieser Munition kann man ja dank des Munitionsumwandlers in brauchbares Zeug umbauen. Der ist zwar immer noch so ein bisschen umständlich und vielleicht auch nicht unbedingt das beste Teil, aber er ist zumindest funktional. Also ich muss sagen, es gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut, dass es so ein Ding gibt. Und falls ihr den noch nicht habt, habt ihr immer noch die Gelegenheit, bei der Season die ersten 5 Ränge zu machen und euch das Ding zu schnappen. Also ich finde ihn eigentlich recht praktisch. Er hat noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ah, guck mal, das Testsubjekt des Auges, Frankie. Oh, oh. Das klingt jetzt aber nicht sehr freundlich. Sag deinen Namen fürs Protokoll. Ich bin Frankie. Mein Bruder ist einer von euch. Holt ihn einfach her. Er kann alles erklären. Nimm die Pillen. Schluck sie runter. Nein, danke. Ich nehme keine Camps. Mein Bruder nimmt das Zeug und er ist ständig krank und so. Also, wenn es euch nichts ausmacht. Nein, danke. Jo? Okay. Mehr. Ich fühle mich nicht gut. Schluck sie alle. Ist das ein Auge? Das sind Augen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, der arme Kerl, den haben sie ja ordentlich zum Drogensüchtigen gemacht. Schrägstrich, zum Versuchsobjekt. Oh Mann, ey, die arme Sau. Okay, ich muss zurück zu Beckett und ihm sagen, was sie mit seinem armen Bruder da so veranstalten. Eieiei, ja, lecko mio, der arme Kerl. Der tut mir jetzt schon leid. Also, ich hoffe mal, wir finden ihn. Weil, echte Hinweise sind das ja jetzt nicht. Wir wissen, dass das Auge ihn hat, aber wir wissen nicht, wo das Auge ist. Ich meine, das Auge ist jetzt einer der 2 verbliebenen, krassen, harten Anführer von den Blutadlern, die wir ja versuchen umzuhauen, damit sich Beckett an den Blutadlern generell rächen kann und diese Typen endlich mal beseitigt werden. Ich bin ja mal gespannt, was das jetzt noch gibt. Aber ich glaube nicht, dass sich Beckett darüber freuen wird, was er hört, weil ich würde mich da auch nicht freuen, wenn ich mitkriegen würde, dass mein Bruder von solchen Leuten gezwungen wird, irgendwelches ekliges Zeug zu trinken. Und vor allem, es klingt ja auch widerlich, ehrlich gesagt. Bluh. So, bring Beckett folgendes, das Testsubjekt, das Auge. Hallo Beckett, ich hab da mal was für dich. Beckett? Okay, er poppt mal aus dem Boden raus, das ist okay. Du hast dir den Ort gut ausgesucht. Ja, ich mag die Ecke, aber du wirst nicht mögen, was ich dir zu sagen habe. Du hast Frankie auch nicht gefunden. Verdammt. Foundation war nicht ganz umsonst. Niemand wusste, wo Frankie steckt, aber ich habe dieses Holoband gefunden. Frankie hatte wohl eine Freundin. Hätte nicht gedacht, dass ich den Tag noch erlebe. Armer Junge. Ich hoffe, wir können ihn retten, falls er noch lebt. Das hoffe ich auch. Oh, vielleicht solltest du den Verlust akzeptieren und es hinter dir lassen? Arr. Ja, nee, das ist nicht schön. Wo ist denn Sage? Sag nicht, er ist bei einem anderen Kult. Schwer zu sagen, aber wenn ich draußen eine Stunde lang seinen Namen brülle, taucht er normalerweise auf. Keine Sorge, mache ich nicht, solange du da bist. Versprochen.
Okay, so kann man es natürlich auch machen. Hast du seine Freundin gefunden? Nein, nur das Holoband. Vielleicht haben sie sie entführt, um an ihn ranzukommen. So machen sie das. Das tun sie mir gerade an. Ich weiß nichts. Nur, dass ich das Gefühl habe, das ist alles meine Schuld. Ich habe da auch so ein Holoband gefunden und da steht der Name deines Bruders drauf. Warte, das ist eine Aufnahme von einer der Sitzungen des Auges im Labor. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber ich muss wohl. Währenddessen bräuchte ich deine Hilfe bei einem neuen Problem. Ich habe gehört, dass die Blutadler Gift horten, um es in die Nahrungsvorräte der Siedler zu mischen. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, ganz sicher, dass Sage Informationen über Frankie hat? Er kennt viele Leute, die Dinge anders als wir sehen und hören. Und manchmal sind diese Dinge von Bedeutung. Ja, vielleicht. Fragen kostet nichts. Okay, was ist denn mit Frankie? Er ist doch viel wichtiger als so ein Haufen Gift. Ich verstehe deine Ungeduld. Wirklich. Ich will die Sache mit Frankie abschließen. Und die Blutadler brennen sehen. Die Sache ist, ich muss auch ein besserer Mensch werden. Ich war eines von den Arschlöchern, die diese Leute mit einem Lächeln vergiftet hätten. Aber heute habe ich beschlossen, anständig zu sein und irgendwelchen Siedlern zu helfen, zu überleben. Und dich habe ich um Hilfe gebeten. Na gut, ich hole das Gift, damit sie es nicht mehr einsetzen können. Klingt gut. Wenn ich mir die Aufnahme angehört habe, gehe ich zu Sage. Sein, Humor wird mir gut tun. Warum sollten denn die Blutadler Unschuldige vergiften? Haha, dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Du könntest genauso gut fragen, warum ist es hell, wenn die Sonne scheint? Die Blutadler sind irre. Wenn sie alles vergiftet haben, verstecken sie sich in der Nähe und gucken den Siedlern beim Sterben zu. Für sie ist das ein Spiel. Das sind einfach nur mega Arschlöcher. Jupp, das könnte aber bloß eine Ablenkung sein, um uns in Frankies Spur abzubringen, weißt du? Daran Achtung, hatte bitte. ich gar nicht gedacht. Rundumschlag steht bevor. Verdammt. Ja, aber Bitte wir ziehen das verlassen jetzt Sie dich durch. schnellstmöglich. Wir dürfen keinen Hinweis auslassen. Bitte Aber Ihre sei Bitte. vorsichtig, okay? Okay, ich bin bald wieder mit einer Menge tödlichen Gifts zurück. Yay! Oh, sowas Schönes hat Sowas Schönes hat mir schon lange keiner mehr gesagt. Nee, ist okay, Kumpel. Es ist So, immer jetzt gucken wir mal, schön, wo die dich zu Atombombe sehen. runtergeht. What? White Spring? Ach kommt, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Okay, also wir müssen jetzt irgendwo hin. Ich werde mal eben kurz diese ganzen anderen Sachen ausschalten. Tod von oben. Tägliches. Was haben wir denn hier? Oh ja, ich könnte hier irgendwie 20.000 Sachen machen. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt hier gucken? So. Hier. Oh. Hier ist das Munitionsdepot in der Nähe von Sons of Dane Anlage. Ach, das geht ja noch. Das kriege ich hin. Da springen wir mal kurz eben rüber und gucken. Zu den Sons of Dane möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die sind mir so ein bisschen zu ungesund, die Jungs. Mädels, genauer gesagt, wenn da dann eine Nacht voller Gewalt auslöst, ist das immer eine ziemlich geile Sache, aber nee, das ist jetzt ein bisschen zu brutal. Wir machen jetzt erstmal weiter brav in der Quest und versuchen, eine Menge Gift zu kriegen. Bin ja mal gespannt, was wir dann beim Auge finden werden, weil ich fürchte, das wird noch so richtig schön pervers. Da haben sie sich mal wieder so richtig fiese Leute einfallen lassen. So, wir müssen in diese Richtung. Oder hinten sehe ich das schon. Das ist irgendwo. Ist das wieder irgendeine Höhle, hä? Wahrscheinlich schon. Gucken wir mal. Und ich laufe mal wieder durch die Gegend. Das häuft sich irgendwie, Leute. aber wir sind ja schon dran gewöhnt, dass ich solche Dinge tue. Und hier ist auch nochmal so ein Raider-Lager. Das heißt, ich werde mich jetzt mal ein bisschen klein und hässlich machen.
Hier ist das Munition. Oh, ah, das ist so ein winziges Ding hier irgendwie. Okay. Cool. Das kriegen wir hin. Ah, hier sind auch noch fiese Hunde und so. Huch, irgendjemand benutzt hier gerade meinen. Mir ist so langweilig. Das können wir ändern. Wo sind noch mal meine Camps? Oh, und hier gibt's auch noch. Ah, hier gibt's noch Geschütze. Okay. Ist was? Hast du Angst? Nö, Angst habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich bleib nur so ein bisschen auf Abstand, weil ich stehe nicht so auf euch. Das war schon immer so. Ich mag das einfach nicht, wenn Leute versuchen, mich zu töten. Magst du bestimmt auch nicht. Okay, setz dich wieder hin. Kein Ding. Oh, okay. Also durch den Zaun kann ich nicht schießen. Ich merke das schon. Ich spüre es. Ich komme hier nicht rein. Oh. Okay. Oh, hier ist nochmal so ein... Oh, wie viele von den Dingern sind denn hier? Krass. Okay, das haben sie ganz gut vermint. Ich sehe schon. Ich werde erstmal die ganzen Geschütze wegschießen müssen, um hier reinzukommen. Aber das ist ja jetzt nicht wild. Das kriegen wir hin. Vor allem das Geschütz bewegt sich nicht. Das geht einfach nur kaputt. So, ein Ding weniger. Nochmal ein Kampfhund. Nochmal. Ziemlich kaputter Kampfhund. So, Mädel, ne? Du möchtest gerne sterben, ja? Kein Problem, kriegen wir hin. Jetzt ist dir nicht mehr langweilig. Nutzlose. Sehr schön. Okay, jetzt brauchen wir hier noch irgendein Geschütz. Splittergranate, das ist ja eklig. So, Mischlingshund, nochmal eine Splittergranate. So, wo war denn jetzt dieses letzte Geschütz? Das war doch hier noch irgendwo in der Ecke. Ah ja, hier steht das Teil. Da muss ich mich mal hier dran vorbeischleichen. Nee, das hat so nicht geklappt. Ah, steht doch immer irgendwelcher Scheiß im Weg. Ist echt ätzend. Klack. Und weggesit. So, dann holen wir uns jetzt mal den fetten Giftvorrat hier. Ich kann sogar blaue Farbe mitnehmen, ist das nicht fein. Und den Safe knacken. Yay, wenn wir schon mal da sind, dann holen wir uns auch alles mit, ne? Ich frage mich eh, warum Leute dann tagsüber jetzt schon wieder auf Whitespring schießen. Ach, echt jetzt. So spannend ist das nicht. Ich bin nur froh, dass ich da jetzt nicht hin muss für irgendeine Quest. Oh, Drogen. Yay. So, ist hier noch irgendwas, was wir eventuell brauchen könnten? Carols Notiz. Okay, gucken wir mal. Frank, du wirst es nicht glauben. Im Kraftwerk von Monongar ist eine funktionsfähige Powerrüstung. Sie hat zwar keinen Strom mehr, aber falls ich einen Fusionskern finde, laufe ich in dem Ding hierher zurück. Hat Joanne nicht erwähnt, dass sie irgendwo einen Kern gefunden hat? Dann müsste mir nur noch ein triftiger Vorwand einfallen, warum wir ihn brauchen. Niemand darf von der Rüstung erfahren, bis sie nicht in unserer fürsorglichen Obhut ist. Okay, gut, das hat jetzt hiermit nicht so sehr viel zu tun. Nuka-Cola-Flaschen. Haben wir hier noch irgendwas Nettes, was man brauchen könnte? Oh ja, hier ist nochmal Mad-X. Alles Drogen, die man verticken kann. Das finde ich einfach immer sehr sympathisch, wenn ich hier ein bisschen Zeug mitnehmen kann. Und was haben wir hier noch? Oh ja, ich ernte mal ein bisschen Mais. Weil eine der Weekly Challenges momentan ist, wild wachsendes Zeug zu ernten. Das schmeiße ich dann am Schluss wieder weg, weil ich es eh nicht brauche, aber ich will ja die Punkte hier. Wenn wir schon mal da sind, ne? So, aber ich glaube, das war hier alles. Hier gibt es sogar so einen Ball. Okay. Huch. Oh. Das ist schön. Kann ich gleich mal ein bisschen Zeug mitnehmen. Cool. Gut, Brahmin-Schädel brauchen wir jetzt nicht dringend. Du bist zu tot, um Loot zu haben. Ja, so ein Mist aber auch. Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Sehr fein. Ja, ich würde mal sagen, wir sind gut ausgerüstet und können jetzt auch wieder nach Hause. Ja, alle wichtigen Sachen eingepackt. Gut, dann zurück zu Beckett. Der freut sich ja schon bestimmt, wenn wir zu Hause ankommen und ihm sagen, übrigens, wir haben das Gift gefunden. Eieiei. Der arme Kerl tut mir aber jetzt schon leid. Wenn er sich dieses fiese Holoband angehört hat, oh, oh, oh. Ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich erstmal ziemlich sauer, wäre ich an seiner Stelle, weil ich meine, die Blutadler sind ja schon echt fiese Möps. Die mag niemand. Ja, ich weiß, dass fieses Möp total untertrieben ist. Aber ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche schlechten Einflüsse auf möglicherweise minderjährige Zuschauer haben. Mhm. Mir wurde schon gesagt, dass ich ein bisschen zu viel fluche. Ich versuche das ein bisschen einzustellen. Ah, ich weiß.
Man sollte zumindest versuchen, ein bisschen ein Vorbild zu sein. Ab einem gewissen Alter, so ab 20, könnte man es versuchen. Okay, so Beckett, wo bist du denn? Ich habe hier eine Menge Gift und ich glaube, du brauchst jetzt wahrscheinlich erstmal Bier oder so. Achtung, jetzt geht's los. Ich höre deine süße Stimme, Beckett. Ist es Zeit? Ich will ja nicht fragen, aber ich muss. Sage, Zeit wofür? Zeit, dass die Luft uns einatmet. Zeit, dass das Aufgehen sonnt, dass Erinnerungen uns vergessen. Okay. Nein, es ist nicht Zeit. Also, ich brauche deine Hilfe. Die Blutadler haben einen Bruder. Kannst du helfen, ihn zu finden, oder was? Oh, ein gefundener, ein verlorener Bruder oder irgendwo dazwischen? Sage, ich weiß deine Hilfe zu schätzen, aber wenn du mir nicht richtig antwortest, werde ich dir dein pochendes Herz aus der Brust reißen. Was? Herz? Ja, das Herz ist der Schlüssel. Die Antwort ist ganz einfach. Die Klaue ist für dich bestimmt und sie ist da, wo dein Herz sie gelassen hat. Das verstehe ich nicht. Wo mein Herz sie gelassen hat? Wo mein Herz meinen Bruder ließ? Mehr wirst du mir bestimmt nicht sagen, oder? Okay. Bis dann. Danke. Verdammt. Okay. Also irgendwo war jetzt Sage. Ich habe ja Es vermutet, wird dass er hier alles unter dem gut, Tresen sitzt oder so, oder? aber ich. Oh, ich bin spät dran. Oh, verdammt spät. Wo ist er denn? Ach, er steht hier. Er steht hier irgendwie in dem Fundament drin, Sage. Hallo? Was wäre, wenn... Und weg ist er. Okay, lassen wir das Thema. Ihr Lieben, wir werden in der nächsten Folge einfach weitermachen mit der Story. Dann kann ich ihm hoffentlich auch den Giftvorrat abgeben. Und ja, schauen wir mal, was sich dann so entwickelt. Macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis denn und tschö.